Wenn es um die Proteste in Syrien geht, so sehen wir seit Monaten fast ausschließlich YouTube-Videos in unseren Nachrichten. Der Wahrheitsgehalt dieser Bilder, der lässt sich nicht überprüfen, heißt es dann immer von den Moderatoren. Denn unabhängige ausländische Journalisten gibt es in Syrien zurzeit so gut wie gar nicht. Syriens Führung will die Macht über die Bilder nicht abgeben. Man verbreitet lieber eine eigene Version der Wahrheit. Was also, muss man fragen, sieht das syrische Volk überhaupt von der eigenen Protestbewegung und welche Quellen stehen den Menschen dort zur Verfügung? Der Journalist Nail al-Saidi hat über ein Jahr in Syrien gelebt, ist vor kurzem zurückgekehrt und berichtet hier über die syrische Rezeption des arabischen Frühlings und staatlich verordnetes Propagandatheater. Fernsehen gehört in Syrien zum Alltag wie die Tasse Tee. Immer und überall. Daheim im Wohnzimmer, im Café oder im Laden, um die Langeweile zu überbrücken, wenn der Besitzer 12 Stunden hinterm Tresen hockt. Beliebt waren früher in den Geschäften die Musikkanäle aus dem Libanon oder Soaps. Seit dem arabischen Frühling flimmern überall aber nur noch die Nachrichtenkanäle. 17 Qatilen. Mindestens 17 Tote in syrischen Städten und Dörfern am Freitag des Todes und der Demut. Der Nachrichtensender Al Jazeera listet jeden Tag die Hotspots der syrischen Proteste auf, bebildert mit YouTube-Material. Solch einen ausländischen Sender zu empfangen, ist in Syrien verboten, denn Satellitenschüsseln stehen auf dem Index und das schon seit Jahren. Doch daran halten tut sich keiner. Etliche Geschäftsleute in der Hauptstadt schalten Al Arabiya ein oder Al Jazeera, um zu wissen, was in der Nachbarschaft passiert. Auch haben die syrischen Sicherheitskräfte eine Moschee in Hajar al-Aswad angegriffen und Hubschrauber wurden über dem Gebiet gesichtet. Aktivisten berichten, Einsatzkräfte haben im Viertel Faruz in Latakia das Feuer eröffnet. Der Lagebericht von Al Jazeera ist in Syrien so wichtig wie eine Staumeldung im deutschen Radio. Man erfährt, wo die Straßen gesperrt sind. Wer nicht kontrolliert oder zusammengeschlagen werden will, der meidet besser diese Orte. Jeder Syrer kann diese Meldungen übers Revolutionsklima empfangen, aber viele wollen auch nicht. In den Stadtvierteln, die offiziell zum Präsidenten halten, wird demonstrativ syrische Propaganda geglotzt. Wie zum Beispiel in der Altstadt von Damaskus. Hier lebt unter anderem die christliche Minderheit. Wenn in ihren Geschäften Nachrichten laufen, dann nur die vom staatlichen Sender Surie. Raif, wie ist es heute in Ruknedin? Wir sind jetzt in dem Ort, wo die Lügen und die Propaganda dieser Kanäle herkommen. Wir sind jetzt in Ruknedin und nichts hat sich gezeigt von dem, was diese Kanäle ausstrahlen. Und das Leben hier ist zu 100% normal. Seit Monaten läuft auf dem staatlichen Kanal dieselbe Nachrichtensoap. Nichts zu sehen in Syrien. Während bei den Auslandssendern die neuesten Gewaltvideos die Revolte befeuern, zeigt Surie von den Orten des Geschehens nichts. Stattdessen wird das Auslandsfernsehen verleumdet. Allen voran soll Al Jazeera die Revolution angezettelt haben und sogar finanzieren. Für jeden Demonstranten würde der Sender $1000 zahlen, glauben die Diktaturanhänger unter den Syrern. Bei Al Jazeera lässt man das nicht auf sich sitzen. Sind die Lügen aus Damaskus zu dreist, wird zurückgeschossen. Und trotz der Demonstrationen, die in den verschiedenen Städten Syriens stattfanden, sendete das syrische Fernsehen Bilder von Straßen, die frei sind, bis auf Moscheegänger. Außerdem wurden Einwohner interviewt, die geleugnet haben, was auf internationalen Kanälen ausgestrahlt wird. Das, was als Nachrichten beschrieben wird, sei eine Lüge über erfundene Demonstrationen. Die syrischen Medien üben sich nicht nur im Wegsehen. Sie dichten auch einiges dazu. Und das unverhüllt. Während einer Live-Sendung erfindet die Moderatorin eine Eilmeldung. Na. Sie gibt vor, die Neuigkeiten just über den Kopfhörer zu empfangen und kritzelt die Meldung laienhaft auf ein Blatt Papier. Wenn wir diese Eilnachricht noch vermelden, eine Eilmeldung betreffend Hamouria. Einer bewaffneten Bande ist es gelungen, 2 Menschen zu töten, die für Gerechtigkeit protestiert haben. Syrisches Staatsfernsehen ist mehr Bauerntheater als durchdachte Propaganda. Trotzdem scheint sie zu wirken. Im öffentlichen Raum werden die TV-Parolen nachgeplappert. Ob daheim wirklich nur staatstreu syrisch geguckt wird, verrät man nicht.
Möglich ist das Fremdgucken manchmal auch gefährlich, wenn in der eigenen Familie spioniert wird. Es ist die soziale Kontrolle, die das Medienverhalten in der syrischen Hauptstadt regelt. Keinesfalls ein Erfolg der staatlichen Medienmacher. Was guckst du? Fragen Nachbar und Geheimdienst. Welche Zeitung liest du? Ausländische Blätter sind mit einigen Ausnahmen immer noch zu haben in Damaskus, aber öffentlich liest sie keiner. Stattdessen blättern die Menschen im Café in den staatlichen Zeitungen. Die syrische Jugend schwört auf die Treue zum Vaterland. Der Sicherheitsrat ignoriert die Wahrheit. Terroristische Banden greifen Besitz in Deir ez-Zor an. Für umgerechnet 7 Cent wird dem Leser die Athaura hinterhergeschmissen. Auf Deutsch heißt die Zeitung ironischerweise die Revolution. Seitenweise gibt es hier syrisches Einerlei. Patriotische Bürger, die irgendwo Fahne und Präsidentenfoto schwenken oder Nahaufnahmen von Soldatenleichen, angeblich ermordet von Terrorbanden. Die ewig gleiche Inszenierung in der syrischen Medieneinöde. Aber gewonnen haben die Propagandisten die Medienschlacht von Damaskus noch lange nicht. Sie mögen zwar den Leser, Zuschauer und Hörer täuschen, aber ob sich die Syrer tatsächlich verblenden lassen, steht auf einem anderen Blatt. Als Präsident Bashar al-Assad zu Beginn der Unruhen seine erste Rede zum Volk hielt, wurden alle Kanäle, TV und Radio, gleichgeschaltet. Auch die Fernseher in der größten Mall in Damaskus. Während auf den Bildschirmen Begeisterung wie bei einem Popkonzert herrschte, blieb die Kundschaft im Einkaufszentrum aber still. Kein Applaus von der Mittelschicht. Sie hatten damals vielleicht schon geahnt, dass Syrien eine lange Krise durchschreiten muss. Schönreden kann die Situation in Syrien selbst die beste Propaganda nicht und erst recht nicht die schlechteste. Ja, vielen Dank, Nachrichtenreporter Isa Mohammed. Er war für uns im Midan-Viertel in Damaskus. Er berichtete für uns von der Al-Hassan-Moschee. Dort gab es noch keine Aktionen von den Betenden. Im Gegenteil, die Betenden sind natürlich verärgert über solche Aktionen.